Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Grata. Der Plan für heute sieht so aus, ja, eigentlich habe ich nicht wirklich einen Plan, ich hau's einfach raus. Wir werden heute mal wieder mit Julie reden, so, jetzt ist draußen. Ich weiß, wir reden in letzter Zeit relativ häufig mit Julie und das artet mittlerweile in richtige Arbeit aus, aber... Nun ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es damit bald vorbei sein sollte, ich hoffe einfach mal, dass das wahr ist. Naja, wir werden es gleich sehen, Einfach mal zu Julie gehen, aber bevor wir das machen, nicht, dass ich es dann am Ende der Folge vergesse, weil Zeitdruck und hier und da, aber na, hallo Gizka. Ja, als hoppst du mir aus dem Bild, so. Ach, kleiner Gizka, die im Frachtraum hatten wir schon lange nicht mehr gestreichelt. Ach Quatsch, Frachtraum. Garage heißt das Ding hier. Ja, hier steht ein riesen Swoop im Hintergrund und ich sag Frachtraum, aber ja, lassen wir das. Genau, lassen wir das, lass es. Kleines Gizka hopst vor sich hinten, freut sich, schaut mich an. Futtert, was auch immer es futtert, naja. Füttern wir die eigentlich? Brauchen wir die füttern? Naja. Boah, er guckt schon wieder wie gebannt da rein. Wenn du dir da drin ein Nest baust und ich das nicht rechtzeitig entdecke, dann hast du ein paar Flugstunden und das gratis, aber... Ja. Dann gewinnen wir die Meisterschaft auf Manaan nicht, weil mir ein Gizka in ein Triebwerk steckt. Also, ja, so weit lassen wir es dann doch nicht kommen. Und wieso leckt das, Menno? Ich habe schon zu viele vergeigte Aufnahmeversuche vor mir. Kurze Asynchronitätssicherung, vielleicht bringt's ja was. So, da bin ich wieder und mir ist aufgefallen, ich habe ziemlich dumm geredet eben. Ja, natürlich nicht Aufnahmeversuche vor mir, sondern hinter mir. Hoffentlich klappt's jetzt endlich mal, weil es ist bisher immer irgendwas schiefgegangen. Naja. Hallo, Julie. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Wir haben einen neuen Dialogpunkt und zwar, wenn euch Kashyyyk so gut gefiel, warum wolltet ihr dann den Planeten verlassen? Ja, was schon eine gute Frage ist, aber ich denke einfach mal... 20, 30 Jahre immer im selben Haus auf Kashyyyk... Kann dann doch in Langeweile ausarten. Von daher, naja, mal sehen, was er dazu sagt. Nummer 1. Fängst du schon wieder damit an? Okay, So, da bin ich wieder und... Ja, wieso muss mir immer sowas passieren, wenn die Aufnahme gerade mal schön klappt? Alles klappt, wunderbar, auf einmal leckt das hier los. Naja. Ja, wir haben drei Auswahlmöglichkeiten, so. Ja, ich kann kaum glauben, dass ihr euch die Wookies nur wegen irgendeines Abenteuers zurückgelassen habt. Dass ihr die Wookies nur wegen irgendeines Abenteuers zurückgelassen habt. Wie soll ich dir das erklären? Ich versuche es mit einer kleinen Geschichte. Ja, Geschichte! Juhu! Geschichten. Julies Geschichten kennen wir schon zu Genüge. Sie werden lange, sehr lange, sodass sie meine 10-Minuten-Folgenrahmen sprengen. Aber ja, sie sind lustig und dennoch... ziemlich vergnügsam und lehrreich. Also, Julies Geschichten sind einige der schönsten Geschichten, die ich bisher mit meinen Gruppenmitgliedern ausgetauscht habe, weil es die einzigen sind, aber egal. Naja, oh nein, nicht noch eine Geschichte. Eigentlich freue ich mich drauf, von daher einfach mal nicht nehmen. Ja, könnt ihr nicht einfach mal eine Frage beantworten? Nee, ist mir zuwider, weil das ist ein bisschen pumpig. Ja, vergesst es einfach. Vergesst einfach, dass ich gefragt habe. Ich weigere mich zuzuhören. Okay, ja. Ich will keine dieser drei Antworten nehmen, aber ich würde sagen, Nummer 1 ist noch die freundlichste. Du hältst jetzt mal die Klappe. Okay. Ich habe auch deine Fragen über mich ergehen lassen. Und jetzt hörst du dir gefälligst meine Geschichte an, verdammt. Wo war ich? Ah ja, die Geschichte. Beinahe hätte ich sie vergessen. Das würde dir so passen, was? Also gut. Ein junger Mann sieht in seinem kleinen Dorf eine schrecklich giftige Schlange. Nervös beobachtet er sie, bis sie verschwindet. Der junge Mann folgt der Schlange in die Wälder. Er schlägt die Zweige für sie zurück, er hilft ihr über Hindernisse und er füttert sie sogar. Okay, wieso füttert man eine giftige Schlange? Ich meine, Schlangen sind, soweit ich mich... an diese Passage erinnern kann, relativ erfolgreiche Raubtiere. Wegen Gift und hier und da und, naja, also warum sollte man die füttern? Ich meine, die verlernt doch ihr Raubtier sein und dann findet sie überhaupt nichts mehr zu essen und verhungert. Naja, wir haben sowieso nur eine Auswahlmöglichkeit, von daher lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine sehr lange Geschichte. Bisher war sie eigentlich noch gar nicht mal so lang, aber ja, ich habe sowieso keine andere Möglichkeit. So, jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Ruhe. Der junge Mann folgt der Schlange viele Tage und Nächte, bis die beiden schließlich eine riesige Wüste erreichen. In der Wüste überkommt die Schlange der Hunger. Sie dreht sich um und beißt den jungen Mann.
Schon bald entfaltet das Gift seine unheilvolle Wirkung. Da sieht die Schlange den sterbenden Jungen neugierig an und fragt: Warum warst du so töricht, mir bis in die Wüste zu folgen? Und der Junge antwortet: Bin ich dir gefolgt? Ich dachte, ich habe dich von allen anderen weggelockt. Dann starb er. Ich denk grad wirklich über den tieferen Sinn dahinter nach, auch wenn ich bisher relativ erfolglos war, aber ich mach mal eine kurze Aufnahmepause und denk drüber nach und dann teile ich euch meine Ergebnisse mit. So, da bin ich wieder und mir ist tatsächlich wieder erwartend was eingefallen. Ja, und zwar bin ich dir gefolgt. Ich dachte, ich habe dich von allen anderen weggelockt. Ja, das Ganze verstehe ich so. Ich muss jetzt ein bisschen langsamer reden, weil sonst verhaspel ich mich wieder und es kommt totaler Dünnpfiff am Ende raus. Nun ja, giftige Schlange, wir erinnern uns, ist gefährlich und nun ja, er wollte sie vielleicht von seinem Dorf weghaben, sodass sie dort keinen beißt. Und von daher hat er sie weggelockt in die Wüste, allerdings, naja, gibt's da auch ein paar Ungereimtheiten, wieso hat er sie nicht schon im Wald verlassen, egal. Naja, soll ich die Schlange in der Geschichte sein? Ich hab doch Jolie nicht gebissen. Altes Fleisch schmeckt zäh, ja. Tja, genau das möchte ich herausfinden. Das heißt, oh Gott, jetzt bin ich raus. Ja, ihr seid aber weit gereist, um euren Tod zu riskieren. Denkt er wirklich, dass ich ihn hintergehe? Denkt Jolie so über mich, über uns, über unseren Charakter hier? Wenn ja, dann würde mich das doch relativ enttäuschen? Ja, ich glaube schon. Enttäuschen auf jeden Fall, weil ich mag Jolie ziemlich. Aber er hat ja gesagt, genau das möchte ich herausfinden. Das heißt, es ist noch alles offen. Er schwelgt in Erwartung. Ja, wie auch immer. Ja, dann seid ihr aber weit gereist, um euren Tod zu riskieren. Ja, ich bin aber keine Schlange. Das kann ich euch versichern. Ich bin Mandalorianer. Hohohoho. Naja. Eins von den beiden, die beiden unteren, lese ich mir erst gar nicht durch. Die sind mir wahrscheinlich schon wieder zu böse. Ja. Ich nehme einfach mal aus Prinzip Nummer 1. Mal sehen, was Jolie dafür sagt. Ich bin weit gereist, das ist wahr. Und da ich ohnehin sterben werde, ist mir das verdammt egal. Wie gesagt, du musst dein Schicksal erfüllen. Das heißt aber nicht, dass deine Zukunft schon geschrieben ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Du selbst kannst dein Schicksal beeinflussen. Und zwar stärker als der arme Andor. So viel ist sicher. Aber auch er hatte einst die Wahl. Im Moment wanderst du auf dem hellen Pfad. Aber wirst du der hellen Seite auch in Zukunft die Treue halten? Natürlich. Wir werden sehen. Es steht mir nicht zu, deine Taten zu beurteilen. Aber ich kann dir helfen, wenn du mich um Hilfe bittest. Ich mache das, weil ich es für wichtig halte. Wichtiger als in meiner Hütte zu bleiben und die Existenz der Galaxis abzustreiten. Deshalb bin ich hier. Okay, ja, dann haben wir endlich den Sinn dahinter erkannt, würde ich mal sagen. Ja, ich danke euch, Jolie. Ich bin froh, dass ihr mitgekommen seid. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal Nummer 1 so. Hey, das bin ich auch. Du bist ein feiner Kerl. Ich hoffe, dass sich für dich alles zum Guten wendet. Also, wir haben lange genug geplaudert. Kommen wir endlich zur Sache, okay? Okay, ja, wir haben aus Jolie endlich den wahren Grund seiner Anwesenheit herausgelockt, was ein riesiger Fortschritt ist im Vergleich zu seinen anderen Einstiegsdialogen bisher. Ich kann mich noch an Vergisses oder geschrieene Sachen raus hier erinnern. Da ist das doch ein deutlicher Unterschied jetzt. Wir haben Jolie auf unsere Seite gezogen, also zumindest vorläufig, und wenn wir auch weiterhin helle Seite bleiben, dann sehe ich da auch keine großen Probleme aufkommen. Ja, von daher, mal sehen, ob er noch was zu sagen hat. Hast doch was auf dem Herzen. Lunge, Lunge, Dingsbums. Ort, Medikit, Gizka. Ja, tschüss, kein Problem. Oh, alles klar. Spielen wir mit dem alten Narren. Der Kerl ist senil und vergisst sowieso alles, was ich sage. Warte, wie war das gleich? Einfach nur genial. Ich meine, wir hatten bisher noch nicht so viele Möglichkeiten, seinen normalen Schlussspruch zu hören und ich finde, ja, ziemlich toll. Naja, obwohl ich heute die Gelegenheit gehabt hätte, pünktlich Schluss zu machen, ich weiß, ich thematisiere es schon wieder, obwohl ich es gar nicht wollte, möchte ich jetzt noch ein kleines Resümee ziehen, obwohl ich das eigentlich schon gemacht habe, deswegen frage ich mich gerade, warum ich hier noch rede. Nun ja, genau.
nicht Resümee, sondern kleiner Leitfaden für die nächsten Folgen. Die werden so aussehen. Nächste Folge werden wir nochmal mit allen Leuten hier im Schiff reden, zu gucken, ob sie auch wirklich nichts mehr zu sagen haben. Und wenn das dann der Fall ist, was ich stark annehme, dann werden wir uns getrost nach Manaan begeben, gemütlich dorthin schippern, durchs Weltraum, ja, mal sehen, hoffentlich haben wir genug Rationen, wenn ich das hier gerade so sehe, ja, wird schon reichen. Wenn die Kids gar nicht zu viel fressen, egal. Auf jeden Fall, wenn wir dann auf Manaan angekommen sind, ihr erinnert euch, wir hatten den Auftrag, einen Roboter, einen Droiden, aus der Sith-Basis zu holen und ja, das werden wir dann auch ganz stupide und einfach machen. Wenn das fertig ist, dann hat uns Roland Wann ja seine Hilfe auf der Suche nach der Sternkarte zugesichert. Bevor wir das aber machen, geht's in die Nebenquest-Offensive auf Manaan. Wir haben noch bisher nur die Ginohadan-Nebenquest auf Manaan angefangen und gemacht. Da ist noch jede Menge zu tun, unter anderem mein oft thematisiertes Swoop-Bike-Fahren, ja. Das werden wir dann auch machen. Wir werden die Elora und also somit die Jolie-Nebenquest machen. Mal sehen, wie er darauf reagieren wird, da werden wir eine HK zu Hause lassen, naja, ihr kennt das Prozedere. Und ja, so sieht der Leitfaden für die nächsten paar Folgen aus. Dann, wenn wir alle Nebenquests auf Manaan fertig haben. Ach nein, warte, es ist nochmals, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, wir müssen mit Bastila so weit fertig sein, dass, wenn wir mit ihr aus dem Schiff gehen, so ein Bote kommt und uns ihre Quest heranträgt. Die werden wir dann auch noch machen, bevor wir mit der Hauptquest auf Manaan weitermachen. Leute, die das Spiel schon gut kennen, werden wissen, warum. Bitte spoilert nichts. Ich möchte nicht, dass so ein Teil der Geschichte offensiv gelegt wird. Bastilas Nebenquest ist nämlich eine ziemlich schöne und ich möchte die ungern säumen. Nun ja, wir stellen es einfach mal an irgendeinen möglichst sinnlosen Punkt im Schiff hin, hier bei den großen Rohren. Ja, was machen die da eigentlich? Egal. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Girata für heute. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, endlich mit den gesamten Charakteren durch. Und nun ja, ich sage bis zum nächsten Mal.